Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon X. Mitgehalten Pokémon. Und vielleicht fällt's euch auf, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben für einen neuen Hut. Und eine Feder drauf, ja. Nur damit ihr es wisst. Stop and go von wegen! Mit meinen Rollskates fahre ich nonstop Siege ein, weißt du? Ja, sehen wir dann ja. Rollerskater Quinn. Mit einem Taubsi. Wie stark ist ein Taubsi? Weil... ich habe euch im letzten Part erklärt, warum Walz ein bisschen gefährlich ist. Oh, Level 11. Level 10 meine ich. Nee, wir riskieren besser nichts. Lilly, mach du das bitte, ja? Ich mag den Ruf von Lilly. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Okay. Schnabel ist kaputt. Bringt der Tackle mehr? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Lilly gleich wieder heilen? Das gibt's doch nicht. Windstoß. Lilly, warum hast du solche Probleme gegen einen Taubsi? Ernsthaft? Das finde ich jetzt nicht so cool. So, weg mit dir. Und Spike Level 12. Und noch jemand Level Up? Nö. Okay. Okay, Skater, geh weg. Da ist noch jemand unterwegs, habe ich gesehen. Ja, du hier. Wäre es nicht toll, wenn man gleichzeitig Skaten und Pokémon-Kämpfe austragen könnte, hä? Nicht unbedingt. Okay, Francine, was hast du? Ein Datira. Ja gut, dann ist Spike jetzt wieder nicht die beste Wahl, oder? Was für ein Level? Level 10, okay. Erstmal Biss. Ich möchte es gerne mit Spike machen. Dieses Dati wieder erledigen, aber wie gesagt, Walz ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich kann es dann unter Umständen nicht heilen, wenn es denn nötig sein sollte. Solange keine Schnabelattacke kommt, ist alles in Ordnung. Dann ist wirklich alles in Ordnung. So, und noch einmal. Ruckzucki. Ja, okay, das darfst du alles machen. So. Aber ich glaube, wir sollten unser Team gleich wieder heilen gehen, ernsthaft. Und Level Up? Nee, keines. Schade. Na gut. Dann haben wir ein Problem. Denn wir müssen unsere Pokémon wieder heilen gehen. Also, bis gleich. So, geheilte Pokémon. Hier sind wieder ganz viele Trainerkämpfe scheinbar. Aber es ist noch dieselbe Route, ich darf mir hier immer noch nichts fangen, okay? Ich mag die Pokémon nicht nur, oh nein, ich liebe sie regelrecht, oh ja. Schön für dich. Mareike mit einem Boami. Na schön, Spike. Das kriegst du hin hoffentlich, oder? Ich sollte vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen mit Grins und Hoppel kämpfen, ja. Yes, Schreck zurück, fantastisch. Super Spike. Ja gut, was das jetzt soll, naja. Spike macht platt, ja, es nervt. Natürlich kann es zweimal hintereinander Schutzschild einsetzen, natürlich. Warum nicht gleich noch ein drittes Mal? Das war ein Witzspiel, ja. Gibt's denn sowas? Ich wollte schon sagen, viertes Mal noch. Funktioniert bei mir irgendwie nie. Ein zweites Mal in Folge klappt das bei mir nie. So, Grins Level 7. Wobei, ist es gut, dass ich die ganzen Erfahrungspunkte aufteile? Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber stimmt auch nicht schlecht. Weil man weiß ja nie, wenn ich auf Grins zurückgreifen muss, ja? Weiß man ja echt nie. Das Boami da irgendwie in der Luft hängt, das sieht ein bisschen komisch aus, aber... als würde es da bei seiner KP-Anzeige irgendwo angemacht sein oder so. Naja, jetzt nicht mehr. So, Spike, kein Level Up. Aber Hoppel kriegt eines, gut. Und nochmal ein Boami. Die dritte Form. Ja. Ich weiß nicht, was ich von Boami halten soll. Es ist cool, dass es verschiedene Aussehen haben kann, aber... das ist auch schon alles. Boamadame.
Ich war jetzt noch nie so ein Fan von. Ich meine, kann man machen, aber okay. Mehr auch nicht. So, und Level Up für Spike. Der sich hoffentlich auch bald mal ein bisschen entwickelt, damit er auch stark wird. Lilly Level 15, auch gut. Was verbindet dich und dein Team, hä? Freundschaft, Liebe? Ihr seid ein tolles Gespann. Ich weiß. Und gut, dass ihr mir alle Geld gebt, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht mehr viel. Musst du mir unbedingt diesen scheiß Hut kaufen. Giftstich. Bringt mir das im Moment was? Nee. Eigentlich nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal hier entlang. Gibt es hier irgendwo ein Item versteckt oder so? Ja, gibt es. Der Garten ist der Hingucker auf dem Parterweg. Weißt du, wie man so einen Garten nennt, hä? Gewinne gegen mich und ich verrate es dir. Es interessiert mich eigentlich auch gar nicht, wie man so einen Garten nennt, Jakob. Interessiert mich echt gerade nicht. Aber wenn du es mir unbedingt sagen möchtest, dann lass es raus, okay? Lass es raus. Tu dir keinen Zwang an. Stirb, Krebskorps! Das reicht nicht. Lubber. Egal. Das ist wieder unser Sieg. Oh, gute Erfahrungspunkte. Okay, wie heißt das Ding? Ich kenne mich mit Gärten aus und dafür... Was tut dafür mit Pokémon? Ach so. Wie heißt jetzt dieser Scheißgarten? Nun sag's mir. Bei den Gärten, die ein wenig an Ehrgarten erinnern, spricht man von geometrischen Gärten. Eine wahre Zierde für den Parterreweg. Hm, toll. Netzball. Oh, Pokébälle und so weiter, ne, kann man immer gebrauchen. So, und dann verschwinden wir von hier und kämpfen dann noch gegen dich vermutlich. Ja. Hey, hey, weißt du was? Ich will unbedingt gewinnen. Hey, hey, weißt du was? Du wirst verlieren und weinen wie ein kleines Mädchen. Ja, kann sein. Ist halt ein Mädchen, ne? Ein kleines sie auch noch. Genau wie ihr Pokémon. Ja, ist auch ein Mädchen gut. Ich wollte schon sagen. Beiß es kaputt. Warum sind alle Viecher schneller als meine? Das gibt's doch nicht. So, das ist Damage. Sehr gut, Spike. Macht sich wieder nass, meine Güte. Interessiert mich auch nicht sonderlich. Aber der Sieg, der interessiert mich. Kein Level Up. Außer für Grins. Grins, ey. Oh Mann. Ja, nee, wie gesagt, Bititza, es ist nicht von Grund auf ein schlechtes Pokémon, muss man sagen. Außerdem kann es sehr viel lernen. Das Pokémon habe ich gerade erst im Tausch bekommen. Dann gleich mal ein Kämpfchen wagen, hä? Ich könnte eigentlich auch mal einen Wundertausch versuchen. Wie wäre das denn? Ja, dafür hätte ich mir Batterie holen können. Und das dann vertauschen, aber nee. Das würde die ganze Challenge irgendwie ein bisschen breaken, wenn ich da so lange Wundertausch machen könnte. Bis ich was Cooles habe. Deswegen nein. Yes, Level 14. Perfekt. Und... Schniffe die Schniff. Was willst du von mir? Kackkind, ey. Verpiss dich. Haben wir hier irgendwo noch ein Item? Nee, aber da will noch jemand kämpfen. Nicht? Doch, ich wollte schon sagen. Ich habe eine Attacke bei der Gartenarbeit perfektioniert und du kriegst jetzt zu spüren. Was denn, hast du Zerschneider oder sowas? Fabrizio. Warum habt ihr alle Krebskorps? Ich meine, klar, Heckenschere und, ne, Scheren eines Krebses. Haha, ja, ist schon ziemlich witzig. Sehr einfallsreich. Klammer. Autsch. Mach's platt, bitte, Spike, ja? Wir haben keine Zeit, um hier rumzueiern. Level up, irgendjemand. Hoppel, Level 10. Oh, der hat Duplex-Hieb. Das, ja, doch. Das macht 30, das ist 50.
Nee, komm. Wir machen den Silberblick weg. Warum nicht? Wunderbar. Ein guter Team. Ihr habt auch schon das eine oder andere Schlachtfeld bestellt, hä? Was, ihr habt ein Schlachtfeld bestellt? Ich glaube, da habe ich wieder irgendwas Falsches zusammengelesen. Kann das sein? Ah, da hinten liegt ein Item. Sehr schön. Und das ist... Äther. Oh, warum nicht? Kann man auch ab und an mal gebrauchen. So, dann bist noch du hier. Du liebst deine Pokémon, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Ja, aber ich mag deine Pokémon nicht. Deswegen mache ich sie alle. Ein Pichu. Doch, Pichu ist süß. Okay, aber ich denke, ich sollte mit dem Rankenhieb angreifen. Oh, genau, das habe ich befürchtet. Naja. Naja. Und dann hast du noch ein Pikachu. Na gut, wenn ich eh schon paralysiert bin, dann macht Spike einfach mal weiter. Donnerschock macht nicht so viel Damage. Nee. Rankenhieb! Pikachu, du kannst gar nichts, weißt du das? Nur weil du deinen Namen als Ruf sagen darfst und alle anderen nicht? Bah, glaubst du was Besseres zu sein? Ich glaube ja nicht. Ja, genau, du sagst es. Oh, Level 15? Oh, toll! Igelsamen! Perfekte Attacke, um irgendwas auszutanken. Ich glaube, den Tackle brauchen wir nicht mehr unbedingt, oder? Nee, wir haben Biss. Wir haben Biss. Versteht ihr, es war ein Wortspiel. Wir haben Biss. Ja, ist gut, Mensch. Ich bin nicht witzig, ich weiß. Oh, Grinz erlernt ein Igler. Ist auch gut. Und wir besiegen Darius. Und irgendwie gibt es gerade Soundprobleme, aber ja. So. Ich hoffe, ihr wollt nicht kämpfen. Sag mal, ist hier das Pokémon Flabébé ein Begriff, hä? Oh, verstehe. Du hast also schon einen Eintrag dafür im Pokédex. Von einem Trainer, den der Professor persönlich ausgewählt hat, hätte ich nichts anderes erwartet. Dieses Flabébé gehört, halt dich fest, dem Pokémon-Typ Fee an. Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterschieden wird. Achso. Das bedeutet natürlich, dass alles, was über die Wechselwirkung zwischen den Typen zu wissen glaubtest, auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb wurden wir auf Wunsch von Professor Platan Pokémon vom Typ Fee gegen Pokémon diverser anderer Typen antreten lassen. Ich heiße Sina. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen, haha. Ich bin Dexiu. Dexiu, aha. Der Professor hat dir einen Pokédex anvertraut, ja, ist klar. Man könnte also sagen, ich bin der gleichen Situation wie du. Nur, dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Du hast mehr Erfahrung als ich, ja? Ich habe über 20 Jahre Erfahrung in sowas, verstanden? Was sagst du? Soll ich den Weg zum Pokémon-Labor zeigen, hä? Ja, bitte. Alles klar, komm mit. Du bringst mich jetzt direkt dahin? Das wäre fantastisch. Nee, ich muss mich noch selber bewegen. Okay. Ich wollte eigentlich noch mit dem Typen da reden. Na, wie verstehst du dich mit Igamaru? Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Hier bitte, die Thermrückkehr. Diese Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, die die Attacke anwendet. Weiß ich nicht. Jenseits dieses Tores liegt Illumina City. Komm schon, warten. Worauf wartest du? Auf geht's. Ja, stress jetzt nicht rum hier. Illumina City ist die größte Stadt in Kalos. Ich habe noch längst nicht alle Ecken und Winkel der Metropole erkundet. Ja, stimmt. Die Stadt war damals ziemlich verwirrend für mich. Willkommen in Illumina City, der Stadt der Lichter. Die Rückkehr. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das lassen wir. Okay, auf in die neue Stadt. Geht mir aus dem Weg. Illumina City. Ich habe mich damals zu Beginn eigentlich nicht getraut, weiterzugehen. Ich wollte mir die ganze Stadt ansehen und alles, aber das lohnt sich ja eigentlich noch nicht, ne? Okay, wir folgen denen und gehen dann zu Professor Platan. Dieses Haus da. Okay. Okay. In Ordnung.
Was ist das hier? Das Connex Café? Ewigkeiten nicht mehr hier, Leute. Ewigkeiten. Hier und hier, das mit der Kameraführung ist ein bisschen komisch. Gefällt mir auch nicht so sehr, aber was soll's. Das Gebäude hier ist Professor Bartans Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Ist gut. Ich skate da rein. Du hast einen weiten Weg von Anesthesia hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Naja, so weit war der Weg eigentlich gar nicht. Zweiter Stock. Ja, ist gut. Was sagst du noch? Willkommen im Platans Pokémon-Labor. Professor Platans Forschung beschäftigt sich mit der Pokémon-Entwicklung. Was sehe ich denn da hinten für Bilder? Das in der Mitte ist ein Kiesling. Und die anderen weiß ich jetzt spontan nicht. Hier mein Ohr doch. Was willst du? Der Professor hat schon ganz vielen Leuten ganz viele Pokémon beigebracht. Ja, das ist schön. Zweiter Stock. Erster Stock lohnt sich, glaube ich, für uns noch nicht so weit. Okay, da wären wir. Hallo, Professor. Endlich treffen wir uns. Was denn? Fein, dann komm doch bitte mal mit. Nee. Hab ich nicht vor. Im Zentralbereich der Kalos-Region bist du bisher 27 Pokémon begegnet. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft dir diese Dämia dabei, noch mehr Pokémon mit ihm Freundschaft zu schließen. Trugschlag! Oh ja, das brauche ich unbedingt. Ja, alle wissen, was Trugschlag ist. Das brauche ich unbedingt. Das brauche ich dann Niemand kann es lernen, toll. Nicht mal Skoppel. Schade. Naja, Leute, bevor wir mit Professor Platan sprechen, würde ich sagen, das war's erstmal für heute mit Pokémon X. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!